Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spielefrau unterwegs. Wir sind hier auf der Spiel am Strand von Asmodee und bei mir ist, man könnte schon sagen, wie immer, Robin de Kleur. Hallo Julia. Robin, erstmal herzlichen Glückwunsch. Pandemic Legacy Season 2 hat den Sonderpreis Spiel des Jahres gewonnen. Wir hatten schon mal drüber gesprochen im Vorgespräch und da sagtest du, du warst auf alles vorbereitet, nur auf das nicht. Also wie überrascht warst du über den Preis? Ich war super überrascht. Ich hatte natürlich gehofft, man hofft immer, dass einige unserer Spiele nominiert werden. Aber als dann die News rauskam, dass Pandemic Legacy Season 2 einen Sonderpreis bekommen hat, den es halt 8 Jahre lang nicht gab, das habe ich nicht erwartet, weil ich habe gedacht, es gibt keinen Sonderpreis mehr. Ja, und dann musste ich halt ein bisschen was umstricken, nachdem ich mich erstmal gefreut habe tierisch, weil das Spiel ist einfach toll. Und dann ja, ging's los. Ja, heute wollen wir mal den Fokus auf eure Spiele setzen. Ihr habt zum Beispiel Discover mit auf die Messe gebracht. Also ihr habt natürlich wieder super viele und wir schaffen es wahrscheinlich nicht, über alle zu sprechen. Aber Discover hat ja schon Aufsehen erregt, weil es ein Unique Game ist. Das heißt, man kauft die Packung und hat ein einzigartiges Spiel, was so kein anderer hat. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wie funktioniert das? Wie ist es überhaupt technisch möglich, dass die alle unterschiedlich sind? Wie wird das auch irgendwie produziert und was ist das für ein Aufwand? Also erzähl uns mal ein bisschen was über das Spiel. Okay, ich fange einfach mal mit der Produktion an, weil sie fast schon viele Fragen beantworten kann. Produziert wird es wirklich bei Ludo und es ist ein Algorithmus dahinterlegt, der aus einem Pool von produzierten Sets Kombinationen erzeugt. Das heißt, wir haben 2 Sechser-Sets von Charakteren, die zufällig kombiniert werden. Wir haben halt von 4 Landschaften immer 2 drin. Wir haben dann aus einem Pool von Szenarien, welche, die da reinkommen, kombiniert werden. Passend zu den Szenarien dann Quest-Items, zufällige Gegenstände, die wir herstellen können. Das heißt, all das wird konfektioniert nach diesem bestimmten Algorithmus und dadurch einzigartig in die Boxen getan. So, dass dann jeder Spieler, der das Spiel kauft, denselben Mechanismus hat. Also das Spiel, es hat keine anderen Regeln. Aber die Geschichte ist anders, das Material ist halt individualisiert auf das, was erzählt wird und jeder hat so sein eigenes Erlebnis. Spannend. Und ein anderes Spiel, worüber im Vorfeld sehr viel diskutiert wurde aufgrund des Themas, war Holding On. Erzähl uns doch mal was zu dem Spiel und wie wichtig ist eigentlich so ein Thema beim Spiel. Bei Holding On geht es jetzt um Palliativmedizin. Wie findest du es, dass so ein Thema einfach in einem Spiel verarbeitet wurde? Ich finde es sehr wichtig, dass solche Themen in Spielen verarbeitet werden. Ich finde, Spiele wie auch Bücher, wie Theaterstücke, wie Filme können solche Themen auf eine ganz einzigartige Art und Weise vermitteln und sich damit auseinandersetzen und zum Nachdenken anregen. Ich habe gestern auf der neunten Show auch schon gesagt, ich habe den Film ein ganzes halbes Jahr gesehen und fand ihn großartig, aber ich habe auch über dieses Thema nachgedacht und das gleiche passiert bei Holding On. Wir spielen ein kooperatives Pflegeteam im Krankenhaus und haben den Patienten Billy Care bekommen. Billy kann sich nicht wirklich gut mitteilen und wir wissen nichts über ihn und müssen erstmal versuchen, auch sein Leben zu ergründen. Das Ganze in Spiel 10 Szenarien, die uns verschiedene Aufgaben stellen. Gleichzeitig müssen wir aber unter dem Druck, der in einem Krankenhaus herrscht, uns um Billy medizinisch und kümmern. Es gibt 3 Schichten, wir müssen in diesen Schichten bestimmte Dinge erledigen, halt in der Pflege, aber wir haben nicht genug Menschen meistens, nicht genug Personal. Und dann passiert das, was leider Gottes im Krankenhaus öfter passiert, dann wird eine Doppelschicht geschoben und dann führt zu Stress. Und wenn meine Pflegekräfte zu viel Stress haben, setzen die den ganzen Tag aus, weil sie einfach sich erholen müssen. Und so habe ich halt diese emotionale Ebene, wo ich die Geschichte Billys in Form von Erinnerungskarten, die wunderschön illustriert sind, erfahren möchte, weil das auch natürlich das Spielziel ist. Und gleichzeitig diesen Management-Faktor, wo ich meine Zeit und meine Ressourcen so planen muss, dass ich das auch überhaupt alles erfüllen kann, was das Spiel mir auch doch auferlegt. Und ich finde es wahnsinnig gut, dass solche Themen, und ich bin froh und stolz, dass Hubgame es gemacht hat und dass wir es in Deutschland auf den Markt bringen dürfen, dass solche Themen in Spielen jetzt ernst genommen werden und halt, ja, gemacht werden.
Ja, sehr spannend. Schöne Sache, das einfach dann auch mal erleben zu können und dass es so ein Thema im Spiel gibt. Jetzt haben wir über zwei eurer Spiele gesprochen. Jetzt bist du mal dran und darfst selber mal von dir aus ein paar Highlights aufgreifen, über die du uns noch was erzählen möchtest. Okay. Ich persönlich finde Tale of Pirates ist ein Highlight, weil es quasi fünf Elemente, die sehr modern und sehr klasse sind, kombiniert. Es ist ein Echtzeitspiel, es ist kooperativ. Es ist ein Story-Spiel. Es hat Legacy-Elemente, weil immer neues Material dazukommt in jedem Kapitel. Und es hat eine App-Unterstützung, die mir den Aufbau erleichtert, mich durch das Spiel führt. Und die Story ist sehr fesselnd. Wir sind eine Piraten-Crew und müssen halt in diesen 10 Kapiteln ein Abenteuer erleben. Wir spielen alle zeitgleich mit Sanduhren. Das ganze Spiel ist einfach cool. Tokyo Highway ist definitiv auch ein Spiel, was ja schon seit, ich glaube, in 2016 das erste Mal in Essen auch da war und jetzt endlich halt auf Deutsch in einer sehr großen Version verfügbar ist, wo wir sehr filigrane Highways bauen müssen, um unsere Autos loszuwerden. Gibt auch am Stand 3 an der Ecke ein Großspiel davon, was ja, das ziemlich hab ich schon gesehen, krass ja. aussieht. ansonsten Concept Kids, Kindervariante von Concept, einfach weil das Thema großartig ist. Gizmos, ein sehr schöner Engine-Builder, Orbis in Halle 1, ein ganzer Stand mit dem Spiel voll, super schönes Familienspiel. Ich höre jetzt einfach mal auf. Genau, und. Also ihr habt viele tolle Spiele wieder mitgebracht. Wie ist es jetzt eigentlich? Also wenn man als Spieler herkommt, dann weiß man natürlich, wie sich die Messe anfühlt. Man geht durch die Hallen, sucht sich vielleicht einen Sitzplatz, wo man das Spiel, was einen interessiert, spielen kann. Wie läuft so eine Messe jetzt eigentlich für dich ab? Also mal abgesehen davon, wenn du bei uns gerade im Interview bist. Ja, also ab Donnerstag läuft die Messe für mich, klingt jetzt irgendwie blöd, aber relativ gleich ab. Ich habe halt meine Termine, wo ich euch und den Fans da draußen die Spiele erkläre und vorstelle. Das macht mir sehr viel Spaß. Mein größter Stress ist immer im Vorfeld. Wir müssen halt die Neuheitenshow aufbauen, wir müssen hier die Showcases aufbauen. Und das ist halt wirklich mein Messealltag, dafür zu sorgen, dass hier alles steht, dass alles gut aussieht, dass die Spiele erklärt werden können. Und dann ganz viel erklären, ganz viel erzählen. Deine wievielte Spiel ist das eigentlich gerade und wie hat sich die Spiel, seitdem du hier bist, verändert? Es ist meine fünfte. Ich habe 2014 bei Asmodee angefangen, im Januar, und dann dementsprechend jetzt meine fünfte Messe Essen. Wie hat sich die Messe verändert? Sie ist größer geworden. Die Stände sind alle durch die Bank weg professioneller geworden, viel beeindruckender. Klar, unsere Stände machen extrem viel her, aber auch Jumbo hat zum Beispiel einen unglaublich schönen Stand dahin gelegt. Und auch andere sehen wahnsinnig toll aus. Also insgesamt das Niveau der Stände und der Welten, die Stände ja auch damit präsentieren, hat sich unglaublich verbessert. Also die war vorher nicht schlecht, es war einfach, es ist jetzt wow. Es ist voller geworden, habe ich das Gefühl. Also früher, als ich mit meinen Eltern noch über diese Messe gegangen bin, da konnte man noch so richtig schön durch die Gänge schlendern, rechts und links gucken, auch mal ohne Probleme stehen bleiben. Und jetzt ist es sehr voll, was aber auch schön ist, weil es zeigt, wie viele Menschen von dem Hobby begeistert sind. Ist einfach eine schöne Messe. Jetzt wollen wir noch ein bisschen was über dich erfahren. Wie oft kommst du selbst eigentlich noch zum Spielen und welche Spiele spielst du eigentlich gern? Ich versuche oder möchte eigentlich schon mindestens ein bis zweimal die Woche spielen. Ich spiele sehr viel mit meiner Frau, weil ich habe das Glück, dass meine Frau mit mir eigentlich alles spielt und dann auch gerne zu zweit. Ansonsten, wir treffen uns mit Freunden, die wir dann auch immer mal wieder nicht nötigen müssen, aber inzwischen zu Spielern erzogen haben, einige. Und ich spiele sehr gerne Draft-Spiele, denkigere Spiele. Wir spielen gerade derzeit sehr gerne Vendake. Great Western Trail ist immer noch eins, was wir gerade sehr gerne spielen. Aber auch einfache Spiele, so Luxor zum Beispiel, ist ein sehr schönes Spiel. Seven Wonders kommt bei mir immer wieder auf den Tisch. Eigentlich spiele ich fast alles. Wir hatten ja vorhin mal ganz kurz erzählt, nur zu alberne Spiele, da bin ich dann raus. Ich meine, das kann ich mal mitspielen, aber das würde ich mir nie holen. Wie würdest du jetzt jemanden, der Spielen so abgespeichert hat, als ja, das ist doch so für Kinder, wie würdest du so jemanden erklären, was Spielen eigentlich jetzt für uns bedeutet? Ich würde mal gucken, was er tut, was andere Leute für Kinderkram halten. Ich habe, als ich noch studiert habe, hatten wir eine Rollenspielrunde und eine von unseren Spielern war Laperin.
Und wir haben uns da alle ein bisschen über lustig gemacht, weil, mein Gott, das ist ja total albern und sowas. Und ich habe für mich dann einfach entschieden, nee, du kannst nicht über etwas reden, was du nicht kennst. Und habe in ihren Lab gemacht. Und ich fand's cool. Und habe dadurch einfach verstanden, was sowas bedeutet. Und das wäre immer mein Ansatz, zu gucken, was machst du, wo andere Leute sich vielleicht drüber lustig machen, wo du mit Herzblut hinterhängst, wo eigentlich viel mehr hintersteckt. Weil das meiste hat, wenn man sich das näher anschaut, viel mehr Bedeutung und viel mehr Tiefe, als man glaubt. Und da würde ich dann versuchen, das zu erklären. Hier ist es wie da und da. Spiele können viel mehr. Es gibt die und die Spiele. Es gibt für jeden Bereich was. Und würde ihm vielleicht auch ein, zwei Beispiele ans Herz legen, die er sich mal anschauen könnte. Jetzt kommen wir schon abschließend, wie immer, auf eure Zukunft zu sprechen. Diesmal gehen wir aber nicht Jahre in die Zukunft, sondern nur ein paar Monate. Kannst du schon was verraten, was die Spieler in 2019 bei euch erwarten können? Erschreckenderweise nicht wirklich. Ich kann sagen, dass Herr der Träume dann erscheinen wird. Ich kann sagen, dass an einem neuen Time Stories-Fall gearbeitet wird. Und leider hört es momentan da auch schon auf. Das liegt einfach daran, dass unsere Verlage so kreativen Output liefern, dass ich das immer recht kurzfristig erst erfahre, woran die gerade gearbeitet haben, wenn sie uns das nämlich dann vorstellen. Und das ist manchmal eine Wundertüte und dann bedeutet das für mich, okay, was machen wir damit, wie können wir das dann umsetzen. Deswegen 2019 ist für mich noch ein Blank Space. Ja, dann bin ich auf deine Wundertüte auf der Spielwarennesse in Nürnberg gespannt. Da weiß ich auf jeden Fall mehr. Genau, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für das Interview. Wie Sehr immer gerne. War es mir eine große Freude. Danke, hat mir auch Spaß gemacht. Ciao.